Was geht, WWE-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Ja, ihr seht es schon, heute gibt es das Unboxing der WWE Slam Crate Box. Das ist die allererste aus dieser Reihe. Dieses Powered by Loot Crate, das heißt, WWE und Loot Crate haben sich zusammengetan und diese Box erstellt. Dies ist ein Service, der alle zwei Monate verschickt wird. Ihr kennt bestimmt diesen Service von anderen Sachen bei Loot Crate. Da gibt es ja viele wie Animes und Filmen und lauter anderen Kram. Ihr kennt das sicherlich. Und jetzt gibt es auch die allererste WWE-Box. Wie gesagt, das ist die allererste, die es auf dem Markt gibt. Und die packen wir heute mal aus. Aber vorher schauen wir nochmal die Box genauer an. Auf der Vorderseite, die ist in einem matten Schwarz gehalten. Der Aufdruck hier ist in einem einem glänzenden Schwarz. WWE-Logo, WWE Slam Crate Powered by Loot Crate. Finde ich sehr toll, wenn man hier sieht, Box matt gehalten, der Aufdruck in glänzenden Schwarz, finde ich sehr edel. Auf der anderen Seite, hier auf der Loot Crate in Weiß, genauso wie auf der anderen Seite, wir schauen sie hier mal an, nochmal hier Loot Crate in Weiß, hier haben wir diese Schweine. Die Post hat da einige Notizen gemacht, was soll das? Die macht ganze Box kaputt. Und auf der Rückseite haben wir jede Menge Aufkleber, die alle von der Post kommen. Und wie man es hier schon sieht, Zollsendung, was hat das zu bedeuten? Das erkläre ich am Schluss, denn ich musste das Ding beim Zoll abholen. Und ja, ob es rentiert hat, das erzähle ich am Schluss, wie viel Zoll ich bezahlt habe dafür. Auf jeden Fall, wir schauen jetzt mal in die Box und ein kleines Schmankerl, wie wir hier in Bayern sagen, gibt es natürlich auch. Die Box selber ist auch ein sehr tolles Element, ein Design-Element. Das schauen wir aber anders später mal an. Wir machen die Box mal auf. Und wir sehen hier schon den Inhalt. Wir drehen sie mal so. Hier sehen wir nochmal das Slam Crate Logo. Aber auf diesen Inhalt kommen wir mal später zu sprechen. Hier schaut uns nun das erste Mitbringsel an. Loot Crate exklusiv. Eine Figur von den New Day. Gibt es exklusiv nur in dieser Loot Crate Box. Wir packen diese auch mal aus. Made with 100% Positivity. Das muss ja gut sein. Also wir packen die jetzt mal aus und versuchen diese Box nicht zu beschädigen. Denn ja, wir sind natürlich Nerds und versuchen das Zeug nicht kaputt zu machen. So, wenn es noch aufgehen würde, natürlich wäre es natürlich Bombe. Jetzt haben wir es. Hier erstmal ein Haufen Plastik und hier haben wir auch dann die Figur gleich. Ein Einhorn. Und hier haben wir Xavier Woods, Kofi Kingston und Big E. Ist das nicht so mein Fall, aber wenn sowas gefällt, warum denn eigentlich nicht? Wie gesagt, hier Xavier Woods, Kofi Kingston und Big E. Kann man sich irgendwo hinstellen. Wenn es gefällt, wer wird sich freuen. Für alle anderen ist es ein nettes Beiwerk. So, weiter geht's. Wir haben hier natürlich noch einige Sachen mehr. Ich räume den ganzen Müll hier mal von der Seite, dass das Bild natürlich so schön bleibt, wie es von Anfang an war. Dann weiter geht's. Hier haben wir ein T-Shirt. Man kann auch T-Shirts sind auch dabei. Muss man bloß vorher die Größe angeben, dass die auch die richtige Größe zuschicken. Das Shirt ist ebenfalls exklusiv in dieser Loot Crate Box dabei. Badaboom. Realest Guys in the Room. Enzo und Cass, ein T-Shirt, hier sehen wir es auch schon. Authentic WWE Wear, also ein offizielles WWE zertifiziertes Produkt. Und hier sehen wir es auch schon. Slam Crate Powered by Loot Crate, ein offizielles T-Shirt. Sehr schön, hier nochmal das Motiv, nochmal hier in voller Pracht. Ich schiebe so ein bisschen hoch. Badaboom, Realest Guys in the Room. Nice. Dann, was haben wir noch in der Box? So ein Klapp-Dingsi, das jetzt durch diese Aufschrift gerade erfahre, dass es was zum Krach machen ist. Ich dachte, das Ding war eigentlich immer zum Luftzufächern, ihr wisst schon, zu halten und dann hier schön Luftzufächern. Naja, Mitch, die Top-Pflanze von Dean Ambrose und auf der anderen Seite hier nochmal Dean Ambrose. Ja, wie gesagt, ich dachte immer, das wäre zum Luft zu fächern, aber anscheinend sind die laut im Aufdruck hier eigentlich, um einen Krach zu machen. Ja, kann man machen. Extra Veranstaltung ist das Ding wahrscheinlich nicht am Start. So,
Trotzdem gut. Next, was haben wir noch hier drin? Hier ist eine Sammelkarte von diesen Tops. Was ist denn das? Ach, das gehört zu dem. Von Austin Aries. Eine Sammelkarte. Warum nicht? Finde ich cool. Weiter geht's. Hier haben wir diese Brille, die Sasha Banks bei ihrem Entrance immer anhat. Ich weiß nicht, wie man die nennt und wer sich sowas kauft. Hier steht auch, hier an der Seite steht auch nochmal Sasha Banks. Hoffentlich sieht man das in der. Ich mach's mal ein bisschen näher und versuche die Kamera natürlich scharf zu stellen. So, hier glaube ich sieht man es jetzt ganz gut hier. Sasha Banks, The Boss. Und auf der anderen Seite haben wir Legend Boss. Hier nochmal als Aufdruck. Ja. Für Sasha Banks-Fans natürlich bestimmt eine riesen Freude, dass sowas dabei ist. Ist natürlich immer toll. Machen wir das scharf stellen, sonst seht ihr ja nichts. So, ich habe auch eine kleine Preview, was noch so in der Box ist. Das schauen wir uns aber gleich nochmal ein bisschen genauer an. So, auch mal das T-Shirt hier aus dem Weg. Wie gesagt, alles fällt hier runter. Diese Brille von Sasha Banks. Dann, was ist denn das? NXT Iron Patch. Ach so, das waren immer die Kinder früher, die sich diese Hosen kaputt gemacht haben. Löcher waren auf einmal drin. Und die Mütter meinten dann, man müsste sowas drüber nähen. Ja, ist dabei, falls es solche Leute gibt. Ich habe wenigstens NXT-Logo auf der Hose. Weiter geht's. Das haben wir noch so. Papier und das. Was ist das? Könnte eine Gürtelschnalle sein. Ich packe diese mal aus. Das fällt mir jetzt gerade auf. Hier oben wurde was abgeschnitten. Mysteriös. War bestimmt die Post. Wir packen es mal aus. Hier nochmal Papier herum. Oh ja. Eine Gürtelschnalle. Loot Crate exklusiv, wie es ja schon steht. 2016 WWE All Rights Reserved von Dean Ambrose. Für Leute, die gerne Gürtelschnallen tragen, ist dies natürlich eine super Sache. Bei mir wird sie nur im Regal verstauben. Wenn es gefällt, kann man machen. Wirkt auf jeden Fall sehr edel, weil es aus Metall ist und kann man machen, gefällt mir. Will ich selber nicht anziehen. Was haben wir noch hier drin? Was ist das überhaupt? Ein Anstecker. WWE Slam Greater First von der alten WWE World Wrestling Championship, World Heavyweight Championship natürlich, der alten. So ein Anstecker könnt ihr bei der Hochzeit tragen, was auch immer. Ich packe den auch mal aus und spiegel das nicht so. Und ihr seht auch mal genau, wie die Dinger ausschaut. So, wie gesagt, bei eurer Hochzeit könnt ihr den dann tragen. So kennzeichnet ihr euch als echten WWE Wrestling Fan. Nice. Weiter geht's. Was haben wir hier überhaupt? Das ist anscheinend, ach ja, ein Prospekt. Ein Prospekt. Ist da vielleicht ein Poster dabei? Ein Poster? Ja, es ist ein Poster dabei. Hier haben wir Shinsuke Nakamura. Wie mache ich denn das jetzt, dass ihr das seht? So, Shinsuke Nakamura, wie er die NXT Championship bei TakeOver gewinnt. Gegen Samoa Joe. Könnt ihr euch aufhängen. Ist auch sehr gut gedruckt. Und das Papier ist auch so ein glänzendes, ihr seht es bestimmt schon, so ein glänzendes Papier. Gewissen Zeitschriften sind ja bloß diese dünnen Papiere drin. Und hier steht es auch nochmal, was in der Box alles drin war. T-Shirt, New Day Aufdruck, alles dabei. So, jetzt kommen wir eigentlich zum Highlight der eigentlichen Box. Denn, ihr seht auch hier schon, hier ist die Crowd. Was könnte das sein, wenn man die Box auseinanderfaltet? Sehen wir eine große Entrance-Rampe. Ich muss mal schauen, wie ich die jetzt am besten auseinanderfalte, ohne dass ich sie kaputt mache. Ah, jetzt glaube ich, habe ich es. Genau. Muss natürlich auch halten. Und hier nochmal rausziehen, ohne sie zu beschädigen. Das war natürlich nicht so toll. So, jetzt haben wir es. Hier haben wir nochmal. Wie mache ich denn das jetzt? Hier, The First. Hier haben wir noch Silhouetten von Big E und Enzo Amore, Austin Aries, Sasha Banks und Dean Ambrose. In der Mitte das. Oben haben wir noch so Scheinwerfer aufgedruckt. Dann hier
der Entrance-Rampe runter und dann hier der Ring und dann natürlich die Crowd. Das nenne ich mal Verpackungsdesign, so wie es sich gehört. So, auf der anderen Seite natürlich alles schwarz jetzt, ne? Ganz klar. So, jetzt ist natürlich die Frage gewesen, was kostet der Spaß? Dieser Spaß kostet 40 Euro im Gesamten, wenn ihr das bestellt über diese Monatsabo. Aber ich und wahrscheinlich alle Deutschen haben natürlich auch Zoll bezahlt oder müssen Zoll bezahlen. Jetzt zeige ich euch mal die Rechnung vom Zoll. Ich habe erst einen Brief bekommen, glaube ich, oder der Perk jetzt auch bekommen, über 30 Euro. Hier nochmal meine Rechnung. Ein bisschen schärfer stellen. Dann seht ihr ja nichts. So, hier seht ihr es. 5,70 Euro Umsatzsteuer musste ich nachzahlen. Geht eigentlich noch. Trotzdem habe ich diese Guys mal angeschrieben. Was ist da los? Warum muss ich da Zoll nachzahlen? Was können wir da tun? Und die sind dann anscheinend noch dran, denn sie haben mir zurückgeschrieben, dass sie noch dran arbeiten, dieses Ding zollfrei nach Deutschland zu bekommen. Wenn es euch gefällt, dieses Teil, oder ihr auch sowas möchtest, dann klickt einfach auf den Link in die Beschreibung. Da könnt ihr dieses nämlich auch bestellen. Gebt auf jeden Fall mal ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, was ihr von dieser Loot Crate Box mit diesem ganzen Kram hier, New Day, Dean Ambrose, hier der Championship, Sasha Banks, das T-Shirt und das Poster, was ihr davon haltet, schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde es eine richtig geile Aktion und freue mich schon auf die nächste. Das war nur das Unboxing der allerersten Loot Crate WWE Slam Crate Box. Lasst ebenfalls ein Abo da, wenn ihr mehr solcher Videos möchtet. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann ihr dieses Video schaut und ciao!